Oh, die Sonne scheint schon wieder. Och Mann, bin ich wieder hier eingeschlafen? Mann, ich habe wieder anscheinend zu viel Lego gespielt. Es ist Ostern und es sind Eier versteckt. Das heißt, ich mache mich auf die Eiersuche und ich finde alle Eier. Weil das macht Mama jedes Jahr. Mama versteckt jedes Jahr Eier und wenn ich alle finde, dann kriege ich wieder was bestimmt. Guten Morgen, Saui. Morgen. Wie geht's? Gut, sind ja schließlich Ferien, ne? Und dir? Ja, mir geht's auch gut. Ja, es sind nicht nur. Was machst du denn da? Ja. Ah, was guck mal, Saui. Guck mal. Hier, Nummer 2. Ja. Okay. Saui, es ist Ostern. Mama hat wieder Ostereier versteckt. Oder Überraschungseier in dem Falle. Aber die sind cool. Ach so. Ja, gut, ist halt für Kinder, ne? Saui, man ist nie zu alt für Ostern. Guck mal da oben, Saui. Du hast das nicht gesehen. Du, also ganz ehrlich, Saui, du bist richtig schlecht im Ü-Eier binden. Ich habe schon zwei. Sorry, Nummer 1 und Nummer 2. Ich habe auch keinen Bock, die zu suchen. Das ist totaler Kinderkram. Ja, es ist mir egal. Ich werde weitere suchen. So, wo schaue ich jetzt nach? Ich glaube, ich gehe in die Küche. So. Hier unten vielleicht im Kühlschrank? Mach Mama hat wieder nicht eingekauft. Och, Mann. Ah, hier ist eins. Nummer 3. Ich glaube, das ist Nummer 3. Ich kann Mamas Schrift nicht lesen. Aber das ist ja nur ein normales Kinderüberraschungsei. Das ist nicht diese Special-Version. So, ich guck mal in der Schublade. Und das ist Nummer 4. Und ich weiß noch vom letzten Jahr, Mama versteckt immer in einem Raum 2 Ü-Eier. Das heißt, ich gehe mal in den nächsten Raum. Ah, Mama, nein! Was ist denn? Guten Morgen, Zack. Guten Morgen. Was ist los? Ich bin jetzt gerade mitten im Spiel. Ich muss in dein Zimmer. Nein, musst du nicht. Was willst du denn hier? Ich muss Ü-Eier finden. Hä, was für Ü-Eier? Bist du 5 oder was? Nein, ich bin nicht 5. Aber sag mal, Zack, Ja? Du weißt, warum ich Ü-Eier finden muss. Was haben wir? Nein, was für Ü-Eier? Wir haben Ostern! So, ja, mir ist schon klar, dass wir Ostern haben, aber warum sind hier in meinem Zimmer Ü-Eier? Ja, weil das ist eine Tradition bei uns. Mama versteckt immer in jedem Raum Ü-Eier. Und ich weiß aus dem letzten Jahr, Mama versteckt immer nur 2 Ü-Eier oder 2 Eier in einem Raum. Deswegen sind bei dir noch 2, ich habe schon 4 gesammelt. Und wenn ich alle wieder habe, dann gib mir Mama wieder so ein Geschenk. Ja, okay, viel Spaß mit deinem Geschenk, aber weißt du was, das kannst du nachher machen und schon gar nicht in meinem Zimmer, also raus. Darf ich später kommen? Nein, raus. Okay, gut, na gut, Zack. Komm. Ach Mann, wieder verloren. Nur wegen Zane. Alles deine Schuld. Ostereier. Dem werde ich zeigen. Wenn er unbedingt die Ostereier hier haben will, also na dann will ich die auch haben. Ich glaube, ich werde jetzt hier mal suchen. Okay, also wo sind hier die Eier versteckt? Oh, also das Versteck. Das ist, glaube ich, so ziemlich das einfachste Versteck, was es geben kann in meinem Zimmer. Okay, eins habe ich schon mal. Aber wo ist jetzt hier das nächste? Moment mal, seit wann trägt Lumanda so einen komischen Hut? Oh! Das ist ja schon das zweite. Ja, chillig, ja, dann habe ich jetzt schon beide. Zane, was machst du denn hier? Also das Chaos, was Mama uns hier da immer im Schrank hinterlassen hat, also das wirst du so schnell nicht aufräumen, falls du das gerade vorhast. Ich möchte nicht aufräumen, ich suche die Ostereier. Ach so, ja, da viel Spaß bei diesem Regal. Also ich glaube, da findet man nicht mal irgendwas. Ja, weißt du was, ich helfe dir. Ah, du hast weißt du das, Osterei? Ja, vielen Dank, danke, Zane. Warum hast du die Hand auf? Ich nehme das natürlich. Das ist mein Osterei. Aber, ja, ich habe jetzt schon eins, du noch nicht. Aber du sammelst doch gar keine Ostereier. Ja, jetzt schon. Hä? Aber Zack, Moment mal. Heißt das, du suchst dieses Jahr auch Ostereier? Ja, ich habe jetzt spontan damit angefangen. Weil ich will mehr finden als wie du. Okay, dann suche ich mal weiter. Das war nicht so cool. Ja, ich mach auch weiter. Oh, was ist denn das hier? Das ist das zweite Osterei! Was soll das? Weißt du, wie viel ich jetzt schon insgesamt habe? Wie viel? 4. Ich habe auch 4. Tja, jetzt ist wohl Gleichstand. Das heißt, es fehlen nur noch 2. Ganz ehrlich, die letzten beiden Eier, warte, ich war jetzt in der Küche, ich war jetzt schon im Wohnzimmer, hier habe ich ihn schon gesucht. Hast du die in deinem Zimmer gefunden? Ja, das waren meine ersten beiden. Meine Zimmer habe ich auch gefunden, das heißt, die letzten sind eigentlich im Treppenhaus. Ja, dann bleibt das nur übrig. Okay, weißt du was? Nein! Ja. Okay, jetzt warte doch auf mich. So, ich suche mal da drüben nach. Guck mal hier, Zane. Guck mal, was ich hier habe. Was hast du denn da? Du hast. Guck mal, was ich hier habe. Du hast Nummer 10. Willst du mal anfassen? Ja. Du hast Nummer 10. Ja, das heißt, es ist Nummer 10. Du hast jetzt
1, 2, 3, 4. Ich habe auf jeden Fall mehr als du. Du hast 5 und ich habe 4. Mhm. Das heißt, es fehlt nur noch 1, Nummer 9. Ja, okay, aber wo ist das? Wo ist das? Ich guck mal, du drehst nach. Ja. Zane, guck mal da, das ist das Letzte! Oh, wow. Oh nein! Oh nein, Zane! Ich hab mir das Bein gebrochen, ich glaube Beine. Oh nein, wenn Mama das erfährt, dann kriegen wir beide Ärger. Das ist nur deine Schuld, du hast mich geschubst, das sage ich ihr. Es tut mir leid, weißt du was? Aber nicht anfassen. Zane, okay, Zane, bleib liegen, weißt du was? Ich ruf ganz schnell Zoe. Ja, bitte. So, Krankenwagen. Ja, bitte. Oh, was ist denn jetzt schon wieder los, ey, Mann? Das ist echt schlimm mit euch beiden. Ich werde nie wieder laufen können. Ja, ist klar, jetzt übertreib und ich halte mal jetzt den Ball ein bisschen flach. Ich brauche einen Rollstuhl. Ja, ist klar, ey, ihr beide, ne, wirklich, das ist so nervig. Jedes Mal meine beiden kleinen, nervigen Brüder. Ich glaube, es gab noch nie jemanden, der solche Schmerzen hatte. Es tut mir leid, aber was hat denn der Arzt jetzt schon gesagt? Ja, der Arzt hat gesagt, das geht wieder, aber ich glaube nicht. Ich glaube, der hat das nicht erkannt. Das ist, glaube ich, wenn der Arzt das sagt, Mann. Ich habe beide Beine gebrochen. Beine? Ja. Also das geht nicht. Ich brauch Krücken und einen Rollstuhl und einen Gips und alles andere. Warum sind Männer eigentlich immer so? Ich muss 2 Monate jetzt schulfrei haben dafür. Aber ist klar. Gut. Okay, weißt du was? Ich komme auch rüber zu dir. Das ist alles nur deine Schuld. Alles nur wegen dir. Ja, aber Zack, das ist auch deine Schuld. Warum? Nein, das ist nicht meine Schuld. Das ist alles deine Schuld gewesen. Wie kommst du überhaupt jetzt auch Ostereier suchen zu wollen? Aber ist ja auch egal. Mama darf das nicht erfahren. Ja, das werde ich aber Mama erzählen, dass du mich geschubst hast. Ich habe dich aber nicht geschubst, ich bin gegen dich gelaufen. Du hast mich geschubst, das ist zumindest das, was ich ihr sagen werde. Und die wird mir das auch glauben, weil ich habe mich verletzt. Ja, aber gut, kannst du gar nicht mehr gehen? Nein, gar kein bisschen. Bitte, Zack, sag's nicht, Mama, ich tue auch alles dafür, bitte. Es war ja ein Unfall, weißt du? Du machst alles für mich? Ja. Okay. Ja, weißt du was? Dann musst du alles für mich jetzt heute erledigen. Du musst alles machen, was ich so machen könnte, wenn ich noch Beine hätte. Also ja, okay. Wenn ich noch gehen könnte. Na gut, okay, dann... Ich brauch ganz dringend was zu essen und zu trinken. Das muss mir jetzt holen. Ich kann es mir nicht selbst holen. Ah. Okay, ich hol dir was. Und bitte Cola mitbringen, kein Wasser. Okay. Komm. Hey, Zack. Es wird gerade wieder schlimmer. Gut, dass du hier bist. Es ist nur noch nicht gut aus. Ja. Wir haben leider keine Cola, aber wir haben Kaffeesonne. Hey, okay, danke. Und ich habe die Schokolade mitgebracht. Ja, okay, danke. Gut. Sonst noch irgendwas? Nee, erstmal nicht. Ich lasse dir erstmal in Ruhe. Ja, ich sag Bescheid, aber ich rufe dich an, wenn ich was brauche. Okay. Okay, sag bis später. Irgendwie war das Ganze doch schon komisch, weil ich bin reingekommen. Und da hat Zack gezockt und da war sein Bein nicht ausgestreckt. Das heißt, ich glaube, er hat gar nicht so viele Schmerzen. Zoe, ich habe irgendwie das Gefühl, Zack tut nur so, dass er sein Bein gebrochen wäre. Also er tut nur so. Ja, so schlimm scheint es auch nicht zu sein. Das ist einfach nur total eine Obermemme. Ich meine, ich habe mir den ärztlichen Befund angeguckt und so schlimm ist das alles gar nicht. Das ist einfach nur ein kleiner blauer Fleck. Vielleicht... Wenn überhaupt so eine leichte Prellung, einfach ein bisschen Eis drauf, das wird schon. Der simuliert das Ganze nur. Warte, Moment. Du hast die Unterlagen gesehen? Ja. Und er hat kein gebrochenes Bein? Nein. So ein gemeiner Typ. Ich wusste es. Na gut, danke, Zoe. Danke, Zoe. Mann, Zack veräppelt mich also nur. Wie bringe ich ihn aber dazu zu laufen? Ich habe eine Idee. Ich hab eine Idee. Moment mal. Wo hab ich ihn denn hier? Da! Ja, genau! Ich weiß ja, dass Zack Slime nicht mag und ich liebe Slime. Das heißt, ich werde Zack mit Slime bewerfen und dann muss er ja aufstehen. Und das Ganze filme ich natürlich, weil dann sieht's Mama und dann kriegt Zack Ärger. Aber ich brauch Mamas Handy. Ich glaube, Mamas Handy ist, glaube ich, in ihrem Zimmer. Das hole ich eben kurz. Komm. Der Tag ist heute. Hallo, Zack! Hallo! Ach, die geht's immer noch schlecht? Ja, aber gut, dass du hier bist. Weißt du was? Ich brauche nur eine Capri-Sonne. Die hier, die ist warm geworden. Dann kann ich die nicht trinken. Und kalte Capri-Sonne, die hilft mir mehr. Okay, Zack, ich räume kurz eben deinen Schrank auf. Deswegen bin ich hier. Ich räume eben deinen Schrank auf. Oh, ja, sehr gut. Das wollte ich dir auch sagen. Das kannst du auch gerne machen. So, das hätte er wohl gerne. So, ich platziere jetzt Mamas Handy dahin. Drücke auf Aufnahme. So. Zack! Ja?
Du hast ja ein gebrochenes Bein. Ja, beide sind gebrochen. Beide Beine sind gebrochen. Ja. Guck mal, was ich hier habe, Zack. Mit dem Slime? Ist das so Slime zum Saubermachen? Du kannst jetzt gerne meine Tastatur vom Computer mal sauber machen, bitte. Das kann ich auch nicht tun. Ja, genau. Oder was hast du sonst damit vor? Ich weiß ja, du magst ja keinen Slime, oder? Nee, überhaupt nicht. Deswegen, was hast du jetzt damit vor? Okay, Zack. Ich weiß ja, du magst keinen Slime. Nee, überhaupt nicht. Deswegen, was hast du jetzt damit vor? Fang, Zack! Was machst du denn? Ich wusste, du kannst gehen. Ja, das tut immer noch weh. Nein, du hast das Bein nicht gebrochen. Und weißt du was? Das kannst du mir nicht Mama erzählen. Nein, das machst du nicht. Doch, das werde ich dir erzählen. Und weißt du was? Ja, was? Ich habe einen Beweis. Ich habe da drüben eine Kamera aufgestellt. Das hast du nicht gemacht. Ich habe ein Video gemacht. Das hast du nicht gemacht. Gib mir das Handy, gib mir das Handy, gib mir das Handy. Und ich werde das Mama erzählen. Du gibst mir jetzt das Handy, du gibst mir jetzt das Handy. Noch mal was hin. Ja, chillig. Ja, dann habe ich jetzt schon beide. Ups. Ja, willst du haben? Ja. Willst du haben? Mach mal Augen zu. Mach mal Augen zu. Ganz ehrlich. Das. Kleiner Prank. Hast du was angelacht? Ich hab alles. Okay. Läuft. Wolltest du ansagen? Kann? Weil dann sag ich, du hast mich runtergeschubst, immer aber, noch. Aber weißt du auch, warum ich das Mama erzähle? Warte, nochmal, ich hab in die Kamera gut, lass mich hören. Okay. Ja.